Wenn ich ehrlich sein soll, dann guckt man sich erstmal die ganzen Container an. Ob da irgendwie eine Decke ist, ein bisschen Pappe oder ein Stück Styroporplatte. Und dann irgendwo noch ein paar Sachen, dicke Sachen, wenn es geht, lang. Und dann hat man sich unten hingelegt. So bereitet man sich vor, wenn man auf der Straße übernachtet, erzählt Toni Schröder, geboren am 12. August 1960. In der ehemaligen DDR war Toni Polizist, bis er nach 6 Jahren entlassen wurde, weil er sich weigerte, Menschen an der Flucht zu hindern. Mit meinem Vater habe ich mich überhaupt nicht gut verstanden, weil mein Vater, also da war ich noch jung, da habe ich damals mitgekriegt, wenn er einen getrunken hatte, wurde er zu eine, ich sag ein Sprichwort, Sau, Wildsau. Und das war so, so tief in mir drinne, wo ich ja schon gearbeitet habe, bin ich abends nach Hause gekommen von der Arbeit. Da war mein Vater wieder mal so in Rage, ich sage es mal so, wollte meine Mutter schlagen. Und dann hat mir das gereicht, dann habe ich mal ausgeholt. Beruflich wie privat gab es für ihn keine Perspektiven. So suchte er nach dem Mauerfall sein Glück im Westen. Meine Mutter ist ja plötzlich verstorben. Das war für mich sehr hart. Dann bin ich nach Hamburg gefahren. So, und dann ging es mal richtig die Scheiße los. Ich wusste nicht wohin. Da habe ich bei damals noch Altona, bei McDonald's da unten, da war so eine kleine Nische. Da habe ich dann erstmal die ersten Nächte übernachtet. Ja, was mache ich morgen? Überstehe ich über die Nacht? Es könnte in der Nacht auch was passieren. Das ist wirklich sehr schwer, den Tag um die Ecke zu kriegen. Dann trifft man sich mit denen und denen. Und dann sagt er, komm, wir trinken eine Flasche. Dann trinkst du die Flasche, schläfst, fühlst wieder wach. Oh, ist ja noch hell, was machen wir denn nun? Ja, dann geht man ein Stück wandern. Und dann trifft man wieder andere Leute, wieder eine Flasche. Und das ist wie ein Teufelskreis. Ja, man muss kämpfen. Nach 2 Jahren ohne Wohnung beginnt Toni den Kampf. Im Hilfsverein St. Ansgar, der damals nur aus einem Bauwagen bestand, an dem Essen ausgegeben wurde, findet er Unterstützung. Ausschlaggebend war die eigene Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen. Aber ganz ohne Hilfe wäre er nicht wieder auf die Beine gekommen. Von außen wurde mir geholfen durch, so wie gesagt, Schwester Gerharda, Frau Scheel, Schwester Enrique. Die haben in der Frage sehr viel geholfen. Heute steht an der Stelle des Bauwagens eine Tagesstätte für obdachlose und bedürftige Menschen. In der Alimaus hilft Toni täglich ehrenamtlich mit. Er weiß, wie wichtig die Arbeit dort ist. Wir versuchen ja auch die Leute zu helfen, dass sie auch eine Wohnung bekommen wieder. Dass sie vernünftig gekleidet sind, dass sie hier ärztliche Betreuung haben. Und wenn man Leute links liegen lässt, dann ist klar, was denn passiert. Dann kommt man wieder dahin, wo man hergekommen ist. Und das geht manchmal so schnell kann man gar nicht gucken. Und dann heißt es wieder, ja, warum, weshalb. Ja, also ich möchte das nicht nochmal durchleben. Denn da wieder rauszukommen, das ist wirklich ein harter Kampf. Also Glaube ist schon dabei, ja. Der spielt nur eine Rolle bei mir. Auch als Stütze? Ja. Als weitere Stütze braucht man eine Perspektive. Die entsteht durch Aufgaben. Seine hat Toni gefunden. Und zwar im Garten der Alimaus. Ich mache den Garten ausschließlich alleine. Über 20 Jahre mache ich den jetzt. Also pflanzenmäßig mache ich das alles allein.
Also da möchte ich keinen Fremden drin haben, weil ich hatte ja schon ein paar Leute mal. Aber statt Unkraut rauszuroppen, haben sie mir die Blumen rausgerockt. Also, da war ich ein bisschen sauer. Einen Ausweg aus der Obdachlosigkeit hat er schon vor Jahren gefunden. Bezahlte Arbeit allerdings nicht. Zum Leben bleibt ihm wenig Geld. Sind ungefähr knappe 400, davon die Fahrkarte geht weg, Strom geht weg, Wasser geht weg. Da haben wir einen Schnitt. Da habe ich um 280 im Monat. Auf die Frage, was sich Toni vom Leben wünscht, antwortet er sofort. Dass ich vielleicht noch mal einen Fulltime-Job kriegen könnte, aber in dem Alter, glaube ich, Arge, die sagt auch, nee, das wird wohl nichts mehr werden und so weiter. Luxus wäre für mich, naja, Wohnung habe ich, dass ich meine Wohnung behalte. Mal Lotto gewinnen, ja, das wäre, ja. Mit das Geld würde ich also was ganz Anständiges machen. Zum Beispiel hier in den Hilfsverein ein bisschen Geld reinzustecken. Als Spende. Ich versuche, meinen Weg zu gehen, wieder einen Job zu kriegen. Und meinen Job in der Almos werde ich auch weiterführen. So oder so.